Ja moin, dieser Outdoor-Kanal steuert auf die 5000 Abos zu. Dafür möchte ich euch an dieser Stelle einmal herzliches Dankeschön sagen für all die Likes, für den geteilten Content, für die Käufe über meine Links etc., euer Feedback, euer Support und so weiter und so fort. Das finde ich einfach super, dass ihr das macht. Vor allen Dingen kenne ich auch Outdoor-Kollegen, die sind lange dabei, machen meiner Meinung nach auch gute Videos und haben noch keine 5000 Abonnenten. Das heißt, dass dieser Kanal so stetig, so gut wächst, dass wir so eine tolle Community sind, da seid ihr unter anderem mit dran schuld. Also erstmal danke an dieser Stelle. Ich mache dieses Video, bevor ich die 5000 Abos erreicht habe, weil ich damit etwas plane, was man schon mal ein bisschen im Voraus angehen möchte. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich das ausrichten möchte, hat dieser Kanal dann höchstwahrscheinlich die 5000 Abonnenten erreicht. Ich möchte euch mal treffen, weil ich finde, 5000 Abonnenten ist der nächste große Meilenstein nach 1000. Den hatten wir ja damals auch zusammen gefeiert. Und jetzt möchte ich mit euch eine kleine Wanderung machen. Ich möchte ein Community-Treffen machen. Ich möchte ein paar von euch näher kennenlernen. Und dafür habe ich mir überlegt, dass wir uns auf dem Heidschnuckenweg treffen für eine Tageswanderung ohne Übernachtung. Aber da gibt es Möglichkeiten, dazu kommen wir später. Und zwar bei Undeloh und von da aus zusammen ein bisschen wandern den Tag über. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wo lang wir wandern können und so weiter und so fort. Ne? Das können wir zur Not auch ein bisschen zusammen vor Ort absprechen. Ich habe mir aber Folgendes vorgestellt. Am Samstag, dem 3. August, also der 3.8., treffen wir uns beim Parkplatz gegenüber von der Heiderose. Da gibt es so einen öffentlichen, ja, besseren Schotterparkplatz sozusagen. Der ist relativ groß. Der ist am Rand von dem Dorf und dort kann man dann sehr gut loswandern. Da war ich auch schon mit meiner Frau ein paar Mal. Und dort würde ich mich gerne mit euch um 12 Uhr mittags ungefähr treffen. Packt euch also ein kleines Pausenbrot mit ein, weil dann danach wandern wir erstmal ein paar Stündchen. Genau, Undeloh auf dem Heidschnuckenweg liegt natürlich im oberen Niedersachsen. Dort werden wir uns dann ganz einfach und zwanglos treffen. Einfach nur, ja, ein bisschen quatschen, ein bisschen zusammen losgehen. Es gibt überall in der Nähe Grillstellen. Ich werde wahrscheinlich eine Tour mir dann überlegen, wo wir so 8 Kilometer ungefähr wandern, 7 bis 8 Kilometer und dann ja vielleicht irgendeine Grillstelle ansteuern, wo man vielleicht ein kleines Feuer ein, zwei Stündchen machen kann. Alle setzen sich hin, alle essen und trinken was Nettes. Vielleicht versuche ich es auch ein bisschen kürzer zu halten, weil 8 Kilometer könnte für den einen oder anderen vielleicht schon zu viel sein. Und dann wandern wir sozusagen diese oder eine ähnliche Strecke wieder zurück zum Ausgangsparkplatz in Undeloh. Erreichbar ist das halt, wie gesagt, ja, mit dem Auto total easy. Kann man auch ganz einfach bei Google Maps nachgucken. Ansonsten für all jene ohne Auto oder die vielleicht lieber mit dem Fahrrad anreisen möchten. Die öffentlichen Verkehrsmittel nach Handeloh sind sehr gut. Dort kann man mit der Bahn hinfahren und von dort aus sind es nur ein paar Kilometer mit dem Fahrrad oder man sucht sich eine Busstrecke raus. Das ist alles relativ gut vernetzt da untereinander, dass man das auch so erreichen kann. Hunde dabei zu haben, ist ausdrücklich möglich, aber natürlich die ganze Zeit an der Leine zu führen, weil Heide ist natürlich Naturschutzgebiet und dort sind Hunde sowieso komplett immer anzuleihen. Und ich gebe zu bedenken, dass ja, ob dein Hund, wenn du ihn mitnehmen möchtest, mit so vielen Menschen auf einmal klarkommt. Ne? Weil ich weiß noch nicht, wie viel wir werden, darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Aber es könnte halt sein, dass wir 20, 30 Leute oder so sind. Vielleicht, ne? Und das könnte für den Hund vielleicht zu viel sein, dann bellt er die ganze Zeit rum, wird nicht ruhig und so und denk vielleicht darüber nach, ob es angenehmer für deinen Hund ist, zu Hause zu bleiben, je nachdem, wie dein Hund das gewohnt ist. Ich werde Samwise nicht mitnehmen, wenn ich alleine komme wahrscheinlich, weil das für mich zu anstrengend ist, die ganze Zeit auf den Hund aufzupassen, der in so einer großen Menschengruppe natürlich völlig durchdreht teilweise. Ne? Später wird er dann ruhiger. Das heißt, alleine ist das für mich zu anstrengend, den Hund wahrscheinlich dabei zu haben. Wenn ich mit meiner Freundin komme, dann könnte es sein, dass Samwise dabei ist. Das weiß ich aber noch nicht genau alles. Das draußen schlafen Thema. Ich werde wahrscheinlich nicht draußen schlafen. Ich übernehme auch keinerlei Verantwortung für irgendjemanden, der draußen schläft. Aber natürlich ist es da überall relativ einfach möglich, draußen zu schlafen, weil das oft ja keine Naturschutzgebietswälder sind um den ganzen Bereich drumherum. Das heißt, wer aus dieser Tagestour eine Übernachtungstour machen möchte, dem sei das ja aus seiner eigenen privaten Verantwortung heraus natürlich absolut gestattet von meiner Seite aus.
Genau. Ich weiß nicht, wie viele kommen werden, weil ich sowas noch nie veranstaltet habe. Das heißt, es kann sein, dass, weil das ja relativ spontan ist, also es ist in ungefähr anderthalb Monaten, dass es sein kann, dass vielleicht nur 5 Leute kommen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Es kann aber auch sein, dass es 20, 30 Menschen werden. Gehe ich nicht von aus. Kann ja aber natürlich passieren, ne? Ich muss ja mit allem rechnen. Ich habe ja keine genauen Angaben. Das heißt, ich bitte darum, einmal vorher eine E-Mail an hilbeck@hotmail.de zu schicken, wo einfach nur drin steht, ja, ich komme, ne, mit so und so viel Personen etc. Und dann habe ich einen groben Überblick. Ihr könnt auch kommen, wenn ihr keine E-Mail schickt, aber es wäre mir lieber, dass ich einmal genau weiß, okay, das ist die Dimension, in der wir uns bewegen, wie viele Menschen dabei sind. Ne? Und sollten es wirklich mehr als 10 Leute werden, dann müssen wir natürlich mal gucken, ne? Wie das alles funktioniert, ob wir uns dann vielleicht auch in Grüppchen aufteilen und so weiter und so fort. Weil in der Heide kann man ja auch nicht als große Gruppe nebeneinander gehen. Dann ist das vielleicht eine Hintereinanderwanderung und ich versuche mit allen mal ins Gespräch zu kommen etc. Das werden wir dann aber sehen. Wie gesagt, eine E-Mail wäre sehr nett, darüber würde ich mich freuen. Genau. Das heißt, wir machen eine kleine Tageswanderung, ich füge nochmal alle Informationen zusammen, eine kleine Tageswanderung vom Undeloher Parkplatz gegenüber der Heiderose aus ab 12 Uhr mittags am 3.8. Nehmt ein bisschen Wasser mit, ein bisschen Brot mit. Ich werde versuchen, unterwegs einen kleinen Grillplatz für 1-2 Stunden Pause, Schnacken und Zusammensetzen anzusteuern, bevor wir dann wieder zurückwandern, wieder zurück zu dem Parkplatz, den ihr natürlich mit dem Auto einfach erreichen könnt und auch mit dem Fahrrad zum Beispiel von Handeloo, wenn ihr mit der Bahn angereist seid oder mit Busverbindungen nach Undeloo reisen könnt. Ich bin ehrlich, ich bin etwas nervös, weil ich auch nicht so gut damit umgehen kann, wenn mich mal jemand einfach so draußen anspricht. Das passiert selten, aber zum Beispiel, während ich bei Decathlon gearbeitet habe, haben mich ab und zu mal Leute angesprochen. Ich versuche damit halbwegs umzugehen. Ich freue mich einfach, wenn ihr zahlreich kommen würdet, weil die meisten von euch finde ich einfach nett, wenn ich mich mit den Kommentarsektionen unterhalte. Ich muss natürlich auch an dieser Stelle ein kleines Entschuldigungswort aussprechen, und zwar an all jene, die natürlich zu weit weg wohnen, um mal eben für eine Tageswanderung nach Niedersachsen zu fahren. Ne? Im Endeffekt, das tut mir dann leid, aber da kann ich leider nichts dran ändern. Ich kann mal gucken, ob ich nochmal andere Treffen organisiere, die dann vielleicht auch woanders stattfinden, wo dann auch mal andere Leute anreisen können. Ansonsten bin ich auch gerne mal auf Community-Treffen von Facebook, Outdoor-Gruppen etc. Außerdem möchte ich auch noch in diesem Video etwas verlosen, das allerdings auch wieder nur für all jene machbar ist, die nicht zu weit weg wohnen. Und zwar möchte ich eine geführte Wochenendtour anbieten von einem Samstagmorgen bis zu einem Sonntagabend. Und zwar am 14. und 15. September. Da wäre sonst das MPS Lohe Mühlen gewesen. Daran werde ich nicht teilnehmen, weil mir das letzte MPS zu laut war. Ich will jetzt nicht über Mittelaltermärkte sprechen. Aber dort möchte ich eine kleine Mehrtagestour, in diesem Fall 2-Tagestour, mit draußen Übernachtung verlosen, die ich führen werde in der Lüneburger Heide. Da würde ich einfach mal von jedem, der daran interessiert ist und auch noch Möglichkeiten dazu hat, das so kurzfristig zu machen, einen Kommentar unten unter diesem Video haben, ob man denn darauf Lust hat, und dann schreibe ich euch an und dann finden wir uns zusammen, wahrscheinlich so mit mir eingeschlossen 5 Personen, falls wir so viele Personen zusammenkriegen, und dann schauen wir mal, dass wir daraus was Geiles machen. Das Ganze ist natürlich für mich auch so ein bisschen Testlauf. Wer schon mal im Community-Tab verfolgt hat, dass ich da letztens eine Frage gestellt habe, ob ich geführte Touren gegen ein bisschen Geld natürlich anbieten soll, der weiß schon mal, dass ein bisschen Grunddaten ich mir da Gedanken mache. Das ist also für mich so eine kleine Art auch von Testtour, um das nächstes Jahr dann schon anbieten zu können. Ne, dieses Jahr wird das nichts mehr. Ihr merkt ja auch, diese Tour verlose ich dann zu Mitte September. Da ist so dann langsam auch Schluss. Ne? Also spätestens Ende September ist mit geführten Wanderungen, außer man macht mal eine Winterwanderung. Da ist irgendwo ein Cut, auch einfach wettertechnisch. Ne? Es gibt ein paar Verrückte, die wollen wahrscheinlich auch eine Tour im Winter haben. Da werde ich auch mal gucken, ob wir das machen. Aber das steht erstmal noch in den Sternen. Erstmal geht es nur um diese kleine Gratistour, die ich verlosen möchte. Und was die ganzen juristischen Spielereien und so weiter angeht, ich übernehme natürlich keine
Verantwortung für Dinge, die man sich selber denken kann, ne? Dass man sich zum Beispiel selber einen Finger schneidet, daran bin ich nicht schuld. Wenn man sich selber zu schlechte Ausrüstung eingepackt hat, dafür bin ich nicht schuld, etc. etc. Und für diese ganzen Fälle greifen eure ganz normalen Krankenkassendaten. Ja, wo ich zum Beispiel schuld wäre, ist, wenn ich euch in Gewitter in den Wald reinführen würde und euch fällt ein Ast auf den Kopf, da bin ich zum Beispiel dann schuld. Oder wenn wir eine steile Bergwand entlang gehen würden, was wir nicht tun, weil das weiß ich schon, ich kenne ja die Tour schon, dass ich dann daran schuld wäre. Ne? Ansonsten hafte ich halt nicht bei eigenverschuldetem Verhalten, das ist irgendwo logisch. Wo werden wir draußen schlafen auf dieser klein geführten Tour? Das können wir uns zusammen aussuchen. Wahrscheinlich bin ich immer für Biwaksack mit Tarp in Staatswäldern und Privatwäldern, die öffentlich begehbar sind. Das ist legal, wenn man kein Feuer macht natürlich und wenn man sich nicht zu laut verhält und sich auch nicht direkt um den Jägerstand herum befindet und nichts kaputt macht. Falls die Mehrheit allerdings gerne auf dem Campingplatz mit dem Zelt schlafen möchte, einfach weil man da noch mal ein bisschen Wasseranschluss hat etc., dann bin ich dafür im Prinzip offen. Ne? Aber ich würde vorschlagen mit Tarp oder wenn jemand mit Zelt reisen möchte, kann er das machen. Vielleicht tue ich das sogar selber wegen Hund, aber dann ist dafür auch jeder juristisch selber haftbar. Dann begeht er halt eine Ordnungswidrigkeit wie zu schnell fahren und falsch parken. Ne? Ist dann das gleiche Prinzip. Das ist natürlich ein Riesenfeld. Ich hoffe, ich habe jetzt zumindest das Wichtigste beantwortet. Ich bin mir sehr sicher, dass es dazu noch mehr Fragen gibt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, dann kann ich darauf antworten. Ansonsten auch mit der E-Mail. Nee, das ist schlecht. Wenn ihr eine Frage habt, dann bitte unter das Video in die Kommentare. Das heißt, wenn diese Frage gestellt worden ist, dann kann ich sie da beantworten. Dann können mehrere Leute die sehen. Das ist besser als mit einer E-Mail, weil da antworte ich dann auf jeden Einzelnen. Das wäre ein bisschen zu anstrengend. Also, fassen wir nochmal zusammen. Am 3.8. wollen wir eine geführte Tageswanderung machen von Undeloo aus, ohne Übernachtung. Und ich verlose für jeden, der sich dafür interessiert, einfach in die Kommentare schreiben, dass man sich dafür interessiert, am 14. und 15. September eine geführte Tour von mir mit Übernachtung, gratis natürlich, ja, wo wir dann wahrscheinlich im Wald irgendwo mit einem Biwaksack schlafen. Und das alles findet in der Lüneburger Heide bzw. in der Südheide teilweise statt. Bei den Übernachtungen schauen wir noch ganz genau, welchen Tourabschnitt wir dafür nehmen. Das wird aber auch dort sich alles abspielen. Das heißt, Undeloo und die geführte Tour, das wird alles nicht weit auseinander liegen. Ne? Also das ist ja alles der Heidschnuckenweg, der dann auch nochmal in so einem Zickzack verläuft. Das heißt, da kommt man überall an bestimmte Punkte relativ einfach hin. Macht euch also um die Logistik beim Heidschnuckenweg keine Gedanken, wenn ihr zumindest da irgendwie technisch in die Nähe kommen könnt. Ne? Es tut mir leid, dass ich halt dann nichts für Leute anbieten kann, die zum Beispiel in Bayern leben. Vielleicht biete ich irgendwann mal richtige, weite Mehrtagestouren auch an, je nachdem, wie die Nachfrage ist, auf dem Westweg, im Bayerischen Wald. Ich kann mir alles vorstellen. Wir werden halt gucken, ob ihr daran Spaß habt, ob ich einen Mehrwert vor allen Dingen bieten kann. Das ist mir wichtig, dass ich nicht einfach so geführte Touren anbiete und am Ende fragt sich jeder, ja, warum habe ich jetzt Geld ausgegeben, sondern dass man da wirklich etwas erlebt, etwas erfährt und auf jeden Fall ein schönes Erlebnis am Ende des Tages hat, wo sich das Geld auch gelohnt hat, ne? Nochmal ganz vielen herzlichen Dank an euch alle für eure Likes, eure Kommentare, euer geteilten Content und dass ihr über meine Links kauft. Dafür danke ich euch wirklich. Der Kanal ist nur mit euch möglich, dass ich so lange dranbleibe und auch so viele und regelmäßige Videos mache. Auch noch mit meinem Zweitkanal. Ne? Ich mache ja 3 Videos im Moment mindestens pro Woche. Einfach danke. Dafür seid ihr verantwortlich, dafür ist euer positives Feedback verantwortlich, auch manchmal Kritik, natürlich, der muss man sich auch stellen, ne? Solange sie nicht beleidigend formuliert ist. Also dieser ganze Kanal läuft nur wegen euch. Nochmal Dankeschön an der Stelle. So, jetzt muss ich aber langsam auch schon wieder nach Hause. Lässt sich nicht ändern, wieder Mittelaltermarkt. Der ganze Juni ist voll, der ganze Juli ist voll. Ich bin on Tour. Ich hoffe ihr auch. Zumindest so viel ihr könnt draußen in der Natur. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.